Guten Tag, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu dem Passionsandacht, die Andacht diese Woche. An Gott zu glauben heißt immer wieder auch wählen, auswählen zwischen verschiedene Optionen, zwischen verschiedene Wegen, auch zwischen verschiedenen Menschen. Ähnlich wie wir in unsere vollen Supermarktregalen auswählen müssen, eine Entscheidung treffen. Beim Einkaufen treffe ich eine Wahl und dafür bezahle ich dann. Wenn ich Freunde auswähle, dann bin ich erst recht direkt gefragt. Mit wem komme ich gut aus? Und wer vertraut mir? Sind da Frage. Aber auch, wen schließe ich bewusst aus? Obwohl er oder sie eigentlich gar nicht übel ist, aber leider nicht zu meiner Clique passt. Ja, die Qual der Wahl. Und ich setze noch eine drauf. Auch kritisch gegen mich selbst und meine Art, immer wieder zu handeln. Wie ist das eigentlich mit den Idealen von Mitmenschlichkeit, von Solidarität in meinem Leben? Theoretisch also am grünen Tisch oder vor dem Fernseher oder am Smartphone, da fällt es mir nicht schwer, gegen Gewalt, gegen Schwächere zu sein, für eine gerechtere Verteilung der Chancen und der Ressourcen weltweit und hier und da eine Like zu setzen oder mich in ein Gespräch einzusetzen. Aber wenn es dann konkret ans Handeln geht, wo ich die Wahl treffen muss, selber anzupacken, Kritik zu riskieren, anzuecken oder auf etwas zu verzichten, also ich selbst, bin ich dann bereit dazu? Liegt die Qual der Wahl dann nicht manchmal daran, dass ich eigentlich gerne möchte, dass sich etwas ändert, aber ich dann nicht so gerne möchte, dass ich mich ändere? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Jetzt möchte ich die Sätze nochmal vorlesen, die vorhin aus dem Lukas-Evangelium gelesen wurden. Denn dort geht auch um das Reich Gottes oder um Gottes Art zu denken, zu handeln und zu stärken. Und es geht ganz klar auch um Gottes Wunsch, dass wir Prioritäten setzen, Wichtiges auswählen und dementsprechend leben. Ich lese aus Lukas 18, Verse 28 bis 30. Da sagte Petrus: Du weißt, wir aber zurückgelassen, was wir besassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt: Ich sage euch, jeder, der um das Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Um des Reich Gottes willen jemanden zurückzulassen, zu verlassen. Da geht es auch um eine Wahl, um Entscheidungen, um Prioritäten. Also um das, was besonders wichtig ist. Wenn wir etwas oder jemand richtig wichtig ist, dann müssen andere Sachen und Menschen dahinter zurückziehen.
zurücklassen, verlassen, Eltern, Geschwister oder Kinder, Ehepartner oder Partnerin? Fast könnten wir den Eindruck haben, Jesus möchte seine Jünger radikalisieren, wie es heute manchmal heißt. Als wollte er sie gegen ihre Familie, gegen ihre Freunde aufbringen, nur um den Glauben der erste Wahl zu geben, also Gott an der ersten Stelle zu setzen. In der Geschichte der Christenheit ist das immer wieder auch so verstanden worden. Denken wir nur dran, dass es in etliche christliche Konfessionen Mönche und Nonnen und auch unverheiratete Priester gibt. Sie haben darauf verzichtet, zu heiraten und eine Familie zu gründen, um des Reiches Gottes willen. Immer wieder haben Menschen die Wege verlassen, die ihre Familie für sie vorbereitet und gedacht hatte im Ort, in der Firma, in der Ehe, um sich stattdessen auf Zeit oder immer einen humanitären Projekt zu widmen. Vielleicht auch durch ein freiwilliges soziales Jahr in oder Ausland, weit weg von Familie. Geliebte, das verstehe ich auch sehr gut, weil ich Familie und Freunde hinterlassen haben, hier eure Pastoren zu sein, weil ich eine Berufung von Gott hat. Aber ich bin der Meinung, Jesus hat diesen Satz nicht nur gesagt für Leute, die einen großen Bruch, einen großen Verzicht, eine entscheidende Veränderung in ihren Lebensweg einschlagen, um des Reiches Gottes willen und sicher nicht um der Verbreitung von Gewalt oder Egoismus willen. Ich denke, Jesus ist fest davon überzeugt, dass es viele kleine und große Schritte, viele unscheinbare und sichtbare Entscheidungen in unsere Leben geben kann, bei denen wir die Liebe Gottes wählen können und sollten. Ich soll daran denken, was für andere Menschen hilfreich und sinnvoll ist. Nicht nur meinen Verwandten und meinen Speziellen. Ich kann in meinem Leben Entscheidungen treffen, die dem Leben dienen, und das kostet mich auch etwas, weil es mir wichtig ist und ich Gott und den Mitmenschen eine Freude machen kann. Gott hat seine Wahl schon getroffen. Er hat jede und jeden von uns lieb und freut sich, wenn wir daran in unserem Alltag immer wieder denken und daraus Kraft schöpfen, sinnvoll, solidarisch und auch gegen den Strom der Mehrheit und der Freunde zu leben. Dazu hilfe uns seine gute Geist immer wieder. Amen. Geliebte, diese Woche fängt das Heilige Woche schon an, die letzten Tage vor Karfreitag. Und ich wünsche jeder von euch eine sehr gesegnete Zeit. Amen.